So, dann sagen wir das direkt live. Hier ist jemand, der seit wie vielen Tagen bist du jetzt hier, machst Reifendienst? Samstag. Seit Samstag. Und du bist Tag und Nacht am Arbeiten im Prinzip. Ja. Ne? Heute Nacht hast du irgendeinen Volvo-Radlader noch repariert? Ja. Oder? Ja. Also zu der ganzen Reifenthematik, Walpertsheim, ne? Wir sind hier jetzt ja auf einem guten Stand, das heißt wenig Baumaschinen fahren noch, konntet ihr gerade im Video sehen, dementsprechend werden auch keine Reifen hier mehr defekt gefahren. Ja. Die ganze Reifenwelle müssen wir jetzt abebben lassen, das heißt bitte keine Reifen mehr bringen. Ne? Ja. Und auf Bedarf, hier und da müssen wir bei der Firma noch was bestellen, eventuell, jetzt, weil hier gibt es ja so viele verschiedene Sorten, aber dann wird nach Bedarf ein bestimmtes gewisses Modell dann eher angefragt. Ja, also Reifen bitte sind genug da. Wir haben auch ein großes Lager jetzt bei der RWZ in Wittlich. Ja. Da kommen die Neureifen an, weil wir Angst haben, dass sie hier geklaut werden. Ja, besser so. Und dementsprechend vielen Dank. Das hat super funktioniert. Wir haben uns wirklich am Laufen gehalten, vor allem ihr. Also das habe ich auch gestern beim Krisenstab gesagt nochmal. Weil es fallen immer so bestimmte Namen, aber es werden viele vergessen. Und ohne euch wäre hier überhaupt gar nichts mehr hier gelaufen. Nein, weil die haben die Radlader in Fünferketten zum Teil. Ja, die sind aber auch bis die Nacht gefahren, von daher. Ja, alles gut. Echt super. Und so selbstlos. Ja. Lässt zu Hause alles stehen und liegen und bist hier nur Reifen am Reparieren. Und, haben Freunde, die das mitmachen und von daher alles gut. Ja, perfekt. Danke dir an der Stelle und mach hier noch ein Hashtag drüber. Reifen oder irgendwas, keine Ahnung. Mal gucken. Danke, ne?